Ja, moin Ole. Moin, moin. Hier der Rossi von Urlaubs-TV. Wir sitzen hier gerade am Son Gual, einen der besten Golfplätze Europas, wie wir erfahren haben. Ihr habt hier einen kleinen Pokal sogar, eine Auszeichnung, das ist sogar offiziell ausgezeichnet worden. Kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen? Ja, gern. Also, der wurde jetzt ausgezeichnet zum besten Golfplatz Europas. Und zwar ist das Leading-Kurses, die bewerten 100 Golfplätze. Ja. Und die werden getestet. Das heißt, da werden ganz normale Startzeiten gebucht von den Testern. Die melden sich auch nicht an. Ja. Und die kommen dann und spielen den Golfplatz. Ja. Und danach gehen die noch essen, gehen in die Umkleide und so. Und danach wird das halt bewertet, wie das Gesamtpaket ist. Und da gehören wir zu den Besten Europas. Ja. Wie alt ist die Anlage jetzt hier? Der Platz wurde eröffnet 2007. Ja. Und seitdem haben wir hier diesen schönen Platz. Also es ist ja wirklich gigantisch. Also ich hätte jetzt überhaupt nicht gedacht, das sieht alles so gereift, so natürlich aus. Ist das jetzt 2007 innerhalb von 8 Jahren letztendlich so eine Pracht hier kommt? Ich habe den jetzt noch nicht gespielt. Wir gehen ja gleich zusammen auf die Runde. Dann können wir das mal ein bisschen zwischendurch mal zeigen. Ganz, ganz klasse, also so was ich jetzt bis jetzt gesehen habe. Wie weit sind wir von Palma entfernt? Wie kommt man hier hin? Ach, du fährst circa eine Viertelstunde, fährst du nach Palma rein in die Stadt. Ja. Flughafen sieht man ja im Hintergrund, hört man es auch. Stört einen das eigentlich? Ja, es gibt teilweise Gäste, die sagen, uns stört der Fluglärm. Ja. Andere Gäste sagen, ach, ich finde das eigentlich ganz toll, wenn ich hier am Putten bin oder wenn ich hier rumstehe und bin gerade nicht dran. Guck ich mir halt die Flieger an, wie die runterkommen. Ja. Also das ist so geteilte Meinung. Ein bisschen Problem ist, wenn sie starten, dann ist es halt ein bisschen lauter, so wie heute. Ja. Aber wenn die landen, ist es halt nicht so laut. Und ich finde es nicht schlimm. Ich empfinde das nicht als störend. Ja. Und wenn, muss man halt mal kurz warten, wenn der runterkommt. Aber ich finde das nicht so schlimm. Ja. Ist das jetzt hier ein Members Club, dass hier nur Mitglieder spielen können, dürfen? Oder ist das ein Greenfield Club? Wie ist hier so die Aufteilung? Kannst du mal, ist das schwierig hier auf dem Golfplatz? Gibt es ja auch so, dass man sagt, ich kriege jetzt hier auf einmal gar keinen Greenfield, ich kann hier gar nicht spielen. Ist das sehr, sehr schwierig, diesen Platz spielen zu können, zu dürfen? Ich meine, wenn das der beste Platz Europas, habt ihr wahrscheinlich auch viele Golfer, die hier spielen wollen. Gibt es da Schwierigkeiten oder wie kann man diesen Platz einfach spielen? Wie geht das? Also diesen Platz kann man genauso spielen wie die anderen Plätze auf Mallorca auch. Ja. Also klar gibt es auch Member und das sind ausgewählte Member. Ja. Also das lässt sich der Chef, lässt sich die schon vorstellen. Ja. Aber du kannst hier ganz normal gegen Greenfee spielen. Das ist in der Hauptsaison, liegt das so bei 130 Euro. Geht aber auch für 18 Loch, kann man auch schon für 89 Euro spielen. Und wann? Und das ist jetzt zu der Zeit, das ist so von April bis September, kann man für 89 Euro Twilight spielen. Sprich, du spielst erst 15.30 Uhr, was ich persönlich teilweise auch besser finde, weil da ist nicht so viel los, weil die meisten wollen ja zwischen 9 und 11 starten. Ja. Aber das ist überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, hier darf jeder spielen. Handicap-Grenze in Spanien ist ja 36, aber selbst mit Platzreife 54 kann jeder nach 14 Uhr hier immer spielen. Ja. Du bist jetzt hier Golfpro. Wie viele Golfpros habt ihr hier auf der Anlage? Grundsätzlich sind wir zu zweit. Ja. Das ist einmal Logical Golf, die ja auch den Hauptsitz, glaube ich, in München haben. Mhm. Ja, und ich. Und ich bin selbstständiger Golflehrer, kenne die Familie ganz gut und fühle mich hier super wohl. Vorher war ich bei Robinson, habe da damals eine Driving Range geleitet im Südosten, Cala Serena. Und habe jetzt mal eine neue Herausforderung gesucht und fühle mich hier super wohl. Hm. Jetzt ist das ja so in aller Munde, das ist hier so der Promi-Golfclub. Habt ihr hier viele Prominente, die hier golfen gehen? Hast du, ich meine, du hast mir vorhin erzählt, du trainierst auch, hast mit vielen Golfpros zu tun, mit Promis zu tun. Wie kommt das? Ich meine, du hast das vorhin uns kurz erklärt, womit das zusammenhängt. Vielleicht kannst du ja auch mal sagen, wie das kommt, dass sie alle zu dir gehen. Oder ich meine, trainierst du nur Promis, trainierst du jeden? Jeden, das würde mich mal so interessieren. Nein, natürlich. Also wie gesagt, dieser Ruf, der mir teilweise voreilt, Promi-Golflehrer, der gefällt mir gar nicht so, weil grundsätzlich arbeite ich, 80% meiner Schüler sind ganz normale Leute wie du und ich. Ja. Und denen ihr Geld ist genauso viel wert wie das von einem Prominenten. Ja.
es ist schön und es hilft auch teilweise, wenn du Prominente hast, mhm. weil in dieser Szene spricht sich dann das auch so ein bisschen rum. Mhm. Liegt das an deiner Qualität oder denke ich so? Gar nicht mal. Ich denke mal, ich habe mich nie verstellt und ich bin einer der Golflehrer, der auch keinen Schiss hat, wenn jetzt ein großer A-Promi kommt und ich mit dem mal so rede, wie ich natürlich mit anderen auch rede und nehme da kein Blatt vorm Mund und bin natürlich auch immer extrem dabei, die zu motivieren und versuche auch die Prominenten für den Golfsport zu begeistern. Und das schätzen die auch an mir, dass sie spüren. Das ist so eine sehr persönliche Szene. Ja, dass die spüren in jeder Stunde, der Ole, der gibt bei jeder Stunde 100%. Mhm. Und das glauben nicht nur die Promis, sondern das wissen auch meine ganz normalen Schüler, die ich ja auch tagtäglich für mein Geschäft habe. Ja. Aber wie gesagt, so ein paar Prominente, die ja auch immer gerne hier spielen wollen, weil die kriegen ja auch mit, dass das einer der besten Golfclubs auf Mallorca ist. Und automatisch kommst du da zu solchen Schülern natürlich auch. Ne? Jetzt haben wir, ich meine, wir haben ja die Tage gegessen, Ravioli mit Spargel, hat richtig gut geschmeckt. Wie würdest du, jetzt ohne Eigenwerbung zu machen, die Gastronomie bewerten von eurer Anlage? Also einmal würde mich interessieren, die Qualität, wie würdest du das beurteilen? Du hast ja jetzt wahrscheinlich das ein oder andere Mal schon gegessen. Ja. Und wie ist das preisliche Gefüge? Liegt das auf dem Upper Level oder ist das ein normales Preisgefüge? Wie kann man sich das vorstellen? Also, dass ich schon ein paar Mal gegessen habe hier, das strengt auch an, fast 5 Minuten im Bauch einzuziehen. Das sieht man, ich finde, ich kann dir nur ein Beispiel nennen, ich kenne viele Leute, die überhaupt kein Golf spielen, die hier zum Mittagessen herkommen. Ja. Die noch nie einen Golfschläger in der Hand haben, die gar nichts mit Golf zu tun haben, die genießen halt den Blick hier von der Terrasse Richtung Palma. Und die essen hier und dann scheint es ja auch nicht so schlecht zu sein, wenn die regelmäßig hierher kommen. Ja. Ich bin der Meinung, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top hier. Du hast frischen Fisch hier, die Karte ist super. Ja. Und also ich kenne viele Leute, die kein Golf spielen und hier essen gehen und das sagt ja schon eine Menge aus. Ja. Jetzt die Familie. Die ist ja hier relativ stark in den Verein eingebunden, das ist ja ein richtiger Familienbetrieb. Die machen das jetzt nicht hauptberuflich, zumindest, ne? Haben halt noch auch eine andere Betätigung letztendlich in Deutschland. Wer macht hier was im Golfclub, kann man das sagen? Kannst du das mal erklären, wieso die Aufteilung hier ist? Ja. Also fangen wir bei der guten Seele an, das ist die Mutter, das ist die Frau von Adam Palmer. Das ist die gute Seele, die backt beispielsweise den Kuchen, den man hier essen kann. Täglich backt die Kuchen und der wird hier verkauft und der ist natürlich immer super, wenn die Erdbeerkuchen macht und alles, was sie alles kann. Und die backt den wirklich noch selber und nicht irgendwie gekaufter, tiefgefrorener Kuchen. Das ist die Frau. Sehr dann großartig. Gibt es. Ja, und sind super, sehr lecker? Super lecker. Super lecker. Auch da, welche Torte ist denn dein Geheimtipp? Meine ist Erdbeerkuchen. Erdbeerkuchen mit Vanilleboden. Hammer. Hammer. Aber die macht auch einen sensationellen Apfelkuchen und so. Ja. Also, einfach mal hier vorbeikommen. Einfach vorbeikommen. Nicht das andere essen, sondern einfach die Kuchen essen. Das ist nämlich noch richtig hausgemacht. Die sind hausgemacht, wie man sieht. Ja. Und der Sohn, was macht der? Dann gibt es den Sohn, den Andreas. Das ist der Geschäftsführer hier von Golf Sangual. Und dann gibt es noch die Sabine, die Tochter. Das ist die Präsidentin hier von dem Golfclub. Ja. Und halt der Adam. Der Adam, der Besitzer von diesem Golfclub. Leidenschaftlicher Golfer, spielt jeden Tag. Ja, genau. Jeden Tag spielt er seinen eigenen Golfclub. Immer so circa 14, 15 Uhr startet er mit seinen Kumpels und dann zocken die auch mal ein bisschen. Also ich finde es immer klasse, wenn der Golfplatzbetreiber oder Besitzer auch öfter mal seine Wiese spielt, um mal zu sehen, wie ist der Pflegezustand und da ist er extrem pingelig und sagt auch, wenn das ihm nicht passt oder das nicht passt, dass das behoben wird sofort. Ja. Also er ist nicht der Besitzer, der sagt, so jetzt habe ich da einen Bunker geschlagen, schütt den mal morgen zu. Ja. Das ist er nicht, aber ich finde das klasse, dass die sich so kümmern auch. Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs noch erfahren, wir haben ja eine traumhafte Kulisse. Da vorne ist ein Kloster, das ist das Wahrzeichen eures Clubs, ist auch auf den Prospekten zu sehen. Was hat das mit dem Kloster auf sich? Hast du so eine kleine Idee darüber oder weißt du das? Also ich glaube, der Plan war damals, dass das sollte ursprünglich mal das Memberhaus werden. Ja. Das heißt Only for Member. Ja. Und
aus welchem Grund auch immer, ich glaube, das steht auch unter Denkmalschutz, ist es gar nicht so einfach, dieses Memberhaus zu renovieren oder ist sehr kostenaufwendig. Ja. Und deshalb hat man das erstmal nicht gemacht. Ja. Es steht immer noch ein großes Fragezeichen. Und in einer drin? Nee, da wohnt keiner drin. Da wohnt keiner drin. Leerstehend? Nee, also das ist leerstehend. Die einzigen, die da drin wohnen, sind drei Hunde, weil die Familie ist sehr tierfreundlich. Aha. Und der Golfclub selber hat ja, glaube ich, fünf Hunde. Davon leben drei da. Ihr habt aufgenommen. Ihr habt Golf- die haben wir aufgenommen. Hunde, hatte ich im Prospekt gelesen. Mhm. Ihr habt Hunde von der Straße aufgenommen. Ja. Die leben hier bei euch. Fünf Stück habt ihr insgesamt. Ne? Genau, das sind fünf Stück. Ja. Und steht auch bei uns in der Zeitung drin, diese fünf Hunde bitte nicht füttern, weil die laufen auch teilweise auf der Terrasse rum und betteln. Und die haben alle schon einen ordentlichen Bauch. Ja. Und wie gesagt, die Familie ist sehr hundelieb und ist auch ein Golfplatz, das sollte man vielleicht mal erwähnen, wo du auch deinen Hund mitnehmen darfst. Ja. Und wenn du hier eine Runde gehst, weil das hast du ja auch nicht so oft. Du darfst den Hund mit auf die Runde nehmen. Du darfst deinen Hund mit auf die Runde nehmen. Ist ja geil. Wenn du garantierst, dass der Hund natürlich nicht den Bällen hinterherläuft oder kreuz und quer, dann darfst du deinen Hund auch mitnehmen. Und das weiß ich gar nicht, wie oft das auf Mallorca gibt. Keine Ahnung. Ich habe sie generell noch nie gesehen. Hast du noch nie gesehen? Nein. Also ich habe meinen Hund auch schon mitgehabt und das ist auch eine tolle Sache für den Hund. Ja. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es auf Mallorca noch einen Platz gibt. Keine Ahnung. Okay, dann wünsche ich dir auf jeden Fall für deine Zukunft hier am Golfplatz alles Gute. Wir gucken uns nachher nochmal in einem separaten Video in den Trainingsbereich an, dass man das auch einmal sieht, wie ihr hier unterrichtet. Mhm. Und an dieser Stelle, Ole, erstmal tausend Dank fürs Interview. Bitte, schöne Grüße nach Deutschland. Ja. Euer Urlaubshaus. Bei einem.